Hi und herzlich willkommen zurück hier bei MRTV. Das sind sie, das sind meine ersten Durch-die-Linse-Videos der PlayStation VR 2. Ihr wolltet sie haben, hier sind sie. Wichtiger Disclaimer, Durch-die-Linse-Videos können niemals wirklich genau widerspiegeln, wie euer Erlebnis ist, wenn ihr die Brille aufsetzt. Es kann besser aussehen, es kann schlechter aussehen, kommt auf sehr viele Dinge an. Deswegen wichtiger Disclaimer. Und jetzt lasst uns das gemeinsam anschauen. Wie sieht das Ganze aus? Meiner Meinung nach wirklich gut. Aber sieht das so gut aus wie das Bild einer Reverb G2, die an der 4080 hängt, oder einer Pico 4, die über Virtual Desktop im Godlike-Modus an der 4090 hängt, ganz klares Nein. Und da möchte ich einfach eure Erwartungen richtig einordnen. Das ist wirklich wichtig. Ja, wie gut ist denn die Auflösung? Also, wir haben pro Auge 2K ungefähr und dementsprechend liegt das so zwischen Quest 2 und Reverb G2. Und ja, da würde ich es auch ungefähr einordnen. Sieht man Pixel, wenn man ganz genau hinschaut? Absolut. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man Pixel und es ist nicht so wie ein Hochglanzmagazin, also wie das Bild zum Beispiel der Pimax Crystal oder der Vario Aero. Das nicht, aber es ist immer noch ein wirklich gutes Bild und natürlich angesteuert von der PlayStation 5, dementsprechend auch viel besser zum Beispiel als das Bild der Quest 2, was vom xr 2 Chipsatz gesteuert wird. Und obwohl die Displays keine neuen Auflösungsrekorde aufstellen und da sogar der Pico 4 und der Reverb G2 noch unterlegen sind, gefällt mir das Bild im Endeffekt trotzdem so gut, einfach wegen der OLED-Farben und der Schwarzwerte. Und wir haben eine sehr, sehr starke Helligkeit. Also das Bild ist definitiv heller und farbenfroher als das Bild zum Beispiel der Reverb G2 und der Pico 4. FOV ist auch schön und dementsprechend gefällt mir persönlich der Gesamteindruck einfach wirklich gut. Trotzdem, es gibt auch Negativpunkte. Zum Beispiel der wirklich kleine Sweet Spot. Und deswegen ist es auch teilweise schwer, solche durch die Linse-Videos zu machen. Und wenn es am Rand etwas unschärfer wird, dann liegt das ganz genau an diesem kleineren Sweet Spot. Ich persönlich habe Glück. Meine Augen sind sehr nah an den Linsen. Das ist einfach wegen meiner Schädelstruktur so. Ihr habt vielleicht nicht so viel Glück. Ihr tragt vielleicht eine Brille oder eure Augen sind tiefer im Schädel drin. Und es kann gut sein, dass ihr dann am Rand hin ein unschärferes Bild seht. Das ist wirklich von Person zu Person unterschiedlich. Und im allerbesten Fall... Testet ihr das Gerät einfach mal selbst bei einem Freund. Also soviel zum Sweet Spot. Dann nochmal zu den Farben. Wie gesagt, die sind toll wegen dem OLED, aber OLED hat auch Nachteile. Und von einem Nachteil habt ihr inzwischen ganz bestimmt schon viel gehört in den Foren und in den Discords Deutschlands. Und das ist Mura. Okay, nochmal, was ist Mura? Mura bedeutet dass die Pixel nicht alle gleich stark leuchten. Und wenn man dann einen Bereich hat, der gleichfarbig ist, dann sieht man das. Zum Beispiel der Nachthimmel in Kayak Mirage, wenn man nachts fährt, oder eine ja, rotfarbige Fläche bei Thumper, da sieht man es auch ganz gut. Also ja, die PS4 2 hat Mura ganz genau schon so wie die PS4 1. Wie schlimm ist es? Wie schlimm stört es euch? Das ist wirklich total individuell. Mich zum Beispiel stört es nicht, denn in den allermeisten Szenen, wie zum Beispiel jetzt hier, sieht man es nicht, weil einfach so viele verschiedenfarbige Flächen zu sehen sind, dass man es einfach nicht sieht. Ich sehe es trotzdem, halt in diesen uniformfarbenen Flächen und ich finde es nicht so schlimm. Kann aber sein, dass ihr es total schlimm findet. Es ist wirklich total... Individuell natürlich. Meiner Meinung nach ist das Mura bei der PS4 2 nicht so grobkörnig, sondern feiner und dementsprechend fällt es mir nicht so stark auf. Das war bei der PS4 1 etwas grober und größer. Interessant auch, dass wir damals bei der ps 1 uns gar nicht so sehr darüber unterhalten haben, weil wir da noch so neu waren ne, bei der virtuellen Realität und einfach noch nicht wussten, dass es sowas gibt und dass andere Headsets das in Zukunft dann nicht haben. lcd panels zum Beispiel. Seht ihr, auch ein Vorteil von LCD-Panels: die haben zwar nicht so tolle Schwarzwerte, aber dafür kein oder viel weniger Mura. Wenn ihr übrigens hier mal im Bild so vertikale Streifen seht, das seht ihr in der Brille nicht, das ist einfach nur meiner Aufnahme geschuldet. Ja, ich muss hier an jedes Detail denken, denn ich weiß, ihr guckt da ganz genau hin und das soll ja auch so sein, deswegen mache ich ja diese durch die Linse Videos hier. Trotzdem fragt sich jetzt bestimmt der eine oder andere, wie sieht das Mura dann jetzt aus bei der PSVR2? Zeig's uns doch mal. Und ja, ich habe mir eine Szene rausgesucht, wo man das wirklich sehr gut sehen kann und die zeige ich euch jetzt. Und zwar bei Gran Turismo 7, einem meiner neuen Lieblingsspiele. Wir kommen da jetzt zu. Hier, in dieser Szene sieht man es gut. Und zwar der Graubereich hinter dem Wagen, dieses uniforme Grau. Da schaut mal hin, wenn ich mich ein bisschen bewege im Kopf, dann gibt es da so ein Muster und das Muster wandert im Grau mit. Das ist Mura, weil nicht alle Pixel gleich stark leuchten. Seht ihr es? Muss man schon genau hingucken, aber obwohl, es sieht, man sieht es eigentlich wirklich gut hier. Und ja, das ist Mura. Wenn euch das stört, dann ist die PS2 nichts für euch. Übrigens, GT7 ist natürlich auch in 3D und VR, nur die Rennen allerdings. Und sonst den Rest seht ihr auf so einer virtuellen Leinwand und so sieht auch der Cinematic Mode ungefähr aus. Geht gut, kann man gut benutzen. Ja, und ich hoffe, jetzt habt ihr eine bessere Ahnung, was genau Mura ist und wie das in der PlayStation VR 2 aussieht. Werdet ihr die PSVR 2 toll finden und begeistert sein? Nochmal, wie gesagt, es kommt darauf an, von welchem Gerät ihr kommt. Von der Auflösung her, wenn ihr von der Pico 4 mit einer 4090 kommt und Virtual Desktop im Godlike-Modus benutzt, dann werdet ihr nicht begeistert sein, weil ihr schon eine bessere Auflösung gesehen habt. Ganz genau so, wie wenn ihr von der Reverb G2 kommt mit einer tollen Grafikkarte. Wenn ihr von der PS4 1 kommt, glaube ich, dass ihr wirklich happy sein werdet. Mura kennt ihr schon, ne? Und allgemein einfach habt ihr viel mehr Pixel und ja, noch Head Rumble, tolle Controller, tolles Tracking, das passt. Wenn ihr von der Quest 2 kommt, dann werdet ihr euch denken, wow. Die Farben sind ja viel besser und wir haben ein größeres FOV und endlich werden die Pixel mal nicht mehr von diesem mobilen XR2-Prozessor angesteuert, sondern von einer potenten PS5 und das macht einen Riesenunterschied, Unterschied, wie ihr jetzt hier bei Kayak Mirage zum Beispiel seht. Guckt euch einfach nur das Wasser an. Ja, und für mich als jemand, der wirklich alle VR-Brillen hat, ich finde die PS4R2 toll. Auch wenn nicht alles perfekt ist, auch wenn sie nicht in allem... Die beste Brille ist, aber das Gesamtpaket stimmt einfach. Die tollen Farben, die Auflösung, die in Ordnung ist, das tolle haptische Feedback, das Headrumble, die tollen Trigger ne, mit dem Force Feedback. Das ist einfach ein tolles Gesamtpaket, was mir Spaß macht. Und das ist es doch. Es bringt einfach Spaß. Und genau darauf kommt es doch an. Und ich kann euch sagen, ich hatte in den letzten Tagen so viel Spaß in VR wie schon lange nicht mehr. Ihr müsst einfach für euch entscheiden, was ist für euch am wichtigsten. Die Auflösung zum Beispiel, dann seid ihr bei PC-VR-Headsets besser, Reverb G2 oder Pico 4 oder demnächst die Pimax Crystal. Oder geht es euch mehr um die Farben? Dann ist hier die PSVR wirklich toll. Die Schwarzwerte, auch hier ist die PSVR. 2 wirklich toll, oder wollt ihr ein, ein Gerät, was ihr überall mitnehmen könnt? Dann ist die Pico 4 oder die Quest 2 eine tolle Auswahl. Also ist es schön, dass es wirklich für jeden was gibt. Die PS5 2 ist ein wirklich schönes Gerät. Ich freue mich, dass ich sie habe und dass es sie gibt, denn wieder eine tolle Brille mehr. Und das war's für dieses durch die Linse-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Wenn ja, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Und ja, wenn ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das und klickt aufs Glockensymbol, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Und jetzt schreibt doch mal in den Kommentarbereich rein. Habt ihr die PS2 schon? Wenn ja, wie gefällt sie euch? Oder wollt ihr sie euch kaufen? Ich bin sehr auf eure Kommentare gespannt. Und das war es jetzt wirklich. Ich freue mich darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis denn, macht's gut. Ciao.